Über 1 Million Bundesbürger nutzen Carsharing. Und weil die Zahl der Nutzer immer mehr wächst, drängen auch immer mehr Anbieter auf den Markt. Die Platzhirsche sind Car2Go, ein Tochterunternehmen von Mercedes. DriveNow, das zum Autohersteller BMW gehört. Und Flinkster, eine Tochterfirma des Bahnkonzerns. Der ADAC hat die Angebote der großen Carsharing-Anbieter untersucht. Das Fazit? Insgesamt kann man sagen, dass der Markt sehr dynamisch ist. Das Qualitätsniveau ist sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Aber im Einzelfall kann es dann immer auch noch Probleme geben. Beispielsweise, dass ein Fahrzeug noch mit Winterreifen rumfährt, obwohl wir im Sommer sind. Ja? Oder dass Fahrzeuge nicht auffindbar sind. Die großen Anbieter haben in diesem Jahr ihre Software überarbeitet. Immer wichtiger wird die App auf dem Smartphone. Mit ihr lassen sich die Wagen finden und auch öffnen. Technisch ist dies enorm aufwendig, doch davon bekommt der Kunde nichts mit. Ebenso verborgen bleibt dem Mieter, dass er mit dem Starten des Wagens seine Einwilligung zur Überwachung gibt. Ja, im Wesentlichen willigen sie dazu ein, dass der Carsharing-Anbieter in gewissem Maß ein Bewegungsprofil erstellt und auch ihr Fahrverhalten beobachten kann. Das kann natürlich in Extremfällen dazu führen, wenn sie als sehr risikohafter Fahrer auffallen, besteht zumindest das Risiko, dass man sie beispielsweise sperrt. Die rechtlichen Bedingungen haben alle großen Carsharing-Unternehmen in den letzten Monaten überarbeitet. Den Kunden wurde dies per Mail mitgeteilt. Hinweise im Auto findet man nicht. Die rechtlichen Vertragsbedingungen muss sich der Kunde im Internet suchen. Jetzt könnte man eigentlich doch getrost losfahren. Aber vorher sollte man vielleicht einen Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen werfen. Bei DriveNow sind das 3 eng beschriebene Seiten. Und das gelb gedruckte ist nur das, was gerade erst vor kurzem neu erfunden wurde. Danach weiß man, welche Risiken man eigentlich eingeht. Hier wird der Kunde zum Beispiel dazu verpflichtet, den Wagen vor Fahrtantritt auf Schäden zu untersuchen. Sollte er einen Schaden bemerken, muss er diesen dem Unternehmen melden. Doch wie genau muss der Kunde den Mietwagen untersuchen? Ich würde jetzt nicht dazu raten, das Fahrzeug penibel zu untersuchen. Dazu raten würde ich aber grundsätzlich einmal einen kurzen Rundgang, um das Fahrzeug zu machen und einfach mal zu schauen, was fällt mir vielleicht direkt ins Auge. Denn es wäre sehr schade, wenn im Nachhinein dann der Carsharing-Anbieter aufgrund eines vielleicht erheblichen Vorschadens an einem Kotflügel Schadensersatz von Ihnen fordert. Und es gibt auch einige Regeln für die Fahrt. Zum Beispiel, Sie dürfen den Wagen nicht an einen Bekannten übergeben. Nur der Mieter darf am Steuer sitzen. Darauf achten die Carsharing-Anbieter mittlerweile sehr genau. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Man setzt zurück in eine Parklücke, hat irgendwas übersehen und auf einmal rumst es. Einen Carsharing-Anbieter müssten Sie jetzt über diesen Schaden sofort informieren. Das macht aber leider nicht jeder Kunde. Wie häufig Ihre Autos in Unfälle verwickelt sind, wollen die Carsharing-Anbieter nicht sagen. Experten schätzen aber, dass die Zahl der Schäden relativ hoch liegt. Sollten Sie einen beschädigten Wagen angemietet haben und den Schaden nicht bemerkt haben, könnten auch Sie belangt werden. Aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das natürlich denkbar. Ob das aber vor Gerichten Bestand hat, ist eine ganz andere Frage. Denn es ist natürlich so, dass der Carsharing-Anbieter dafür beweispflichtig ist, dass Sie den Schaden an dem Fahrzeug verursacht haben. Wenn er das nicht kann, dann bleibt er auf seinem Schaden sitzen bzw. muss zusehen, ob er denjenigen ermittelt bekommt, der den Schaden tatsächlich verursacht hat. Im Falle, dass Sie zur Kasse gebeten werden, müssen Sie damit rechnen. Bei DriveNow haften Sie für Schäden mit 350 Euro. Bei Car2Go je nach Fahrzeugtyp mit 500 bis 1000 Euro. Bei Flinkster dagegen haften Sie für Schäden mit 1500 Euro. Am besten also, Sie mieten ein Fahrzeug ohne Schäden an und stellen es ohne Beschädigungen auch wieder ab.